Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Gothic. Übrigens gibt es keine Autosave-Funktion und Auto-Load ist noch buggier. Wenn ich hier, ich habe ja früher irgendwie immer meine Aufnahmetaste auf Alt F10 gehabt. F10 war Auto-Load. Hat dieses Spiel zum Abstürzen gemacht. Das ist schon mal toll, dieses Spiel. Na, weil ich in OBS gerade die Taste umstellen auf Kontextmenü. Das macht OBS natürlich nicht, dieses scheiß Drecksprogramm. Da muss ich das auf eine andere Taste legen. Das ist toll. Freut man sich. Da beginnt das Spiel schon gut. Aber ich habe es geschafft, dass ihr das Vollbild seht. Es ist immerhin etwas. Jetzt, ja, also. Brückenwache. Hi, ich bin neu hier. Schön für dich. Ist das da hinten das alte Lager? Nein, das ist das neue Lager. Das alte Lager liegt unter der Brücke. Was? Unter der Pass? Was macht ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Wir bewachen die Brücke. Wir passen auf, dass keine Viecher über die Brücke kommen. Was macht ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Also, ja. Wir passen auf. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, geh nicht allein in den Wald. Es sei denn, du bist stark genug, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Richtig. Ja, sieh zu, dass du zum alten Lager kommst. Sie halten schon eine Spitzhacke für dich bereit. Ja, aber das ist doch nicht das alte Lager da hinten. Oder? Ich dachte, das wäre das Neue, wie der Linke gerade gesagt hat. Merkwürdig. Ein Bio. Ein Bio, wie wir festgestellt haben, ist immer gut. Was sind wir da hinten? Oh, sind zwei. Speichere ich vorsichtshalber lieber. Ein Mollerat! Na. Oh, es sind drei. Oh, dieser Kampf ist gut. Das ist gut, ist das, weil man sich so gut drehen kann. Ja. Also dieses, dass man sich nicht drehen kann, ist das Schlimmste. Und dass sich der Held halt von selbst mehr dreht, als man rückgängig machen kann. Das ist, also diese Steuerung ist halt echt richtige Dreckskacke. Ich war auch so 10 Kilometer auf meinem Mauspad, bis ich mich einmal so um 180 Grad gedreht habe. Ich könnte... Ich glaube, ich habe jetzt den 8000 DPI-Modus drin von meiner Maus. Was man ja nicht merkt. Drehen, drehen, drehen! Ich... Was für ein neues Spiel, Mann! Fresse! Junge, Junge, Junge! Das, oh. So. Was haben wir hier? Ein Höhlenpilz. Aha.
Ja, aber die Höhle ist jetzt nicht wirklich groß, ne? Ich brauch was für meine Heilung. Ja, das ist doch gut aus. Somit bin ich quasi geheilt. Was ist denn hier? Ein Becher. Natürlich. Da haben wir noch eine Blume. Naja, bin ich, aber hier liegt eine Waldbeere. Ebenso gut. Ein Seraphis. Das hier ist nicht das neue Lager, das alte Lager. Was machst du hier? Ich passe auf, dass hier keiner reinkommt, der von Gomez nicht erwünscht ist. Also mach keinen Ärger, wenn du drin bist, sonst bist du das letzte Mal hier gewesen. Mhm. Was machst du hier? Ich... Also Junge, halt deine Fresse! Wo sollst denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Ja dann? Irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Ja, das ist perfekt. Irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Ich zitter fast schon vor. Oh. Junge, Junge. Könnte noch einen guten Mann brauchen. Frischling, was? Wenn du ein Lager suchst, das dich aufnimmt, probier's doch bei den Sektenspinnern. Die nehmen jeden. Bei uns wird nicht jeder genommen. Es sei denn, du willst in der alten Mine butteln gehen. Aha. Ich bin neu hier. Sehe ich. Was läuft denn so? Wer hier Ärger macht, bekommt was aufs Maul. Ich... Zerstör hier gleich irgendwas, wenn diese scheiß... Dialoge nicht besser funktionieren mit der Auswahl. Was verstehst du unter Ärger? Die meisten Butler bezahlen uns, damit wir sie beschützen. Wenn du dich mit einem von ihnen anlegst, lernst du uns kennen. Erwische ich dich beim Rumstöbern in fremden Hütten? Schon gut, ich hab's verstanden. Wer hat hier das Sagen? Torus kümmert sich drum, dass alles läuft. Er ist direkt von Gomez beauftragt. Ah, ja. Wie sieht's aus? Willst du Ärger machen? Dass die alle so feindlich sind. Wo finde ich Torus? Er steht für gewöhnlich am Eingang zur Burg. Und der andere? Wo finde ich Diego? Tagsüber steht er für gewöhnlich bei Torus am Eingang zur Burg. Ja, danke. Wäre es gut, dass man auch mit so namenslosen Leuten wie Gardist reden kann. Oder Torwache. Gardist, sagt er mir dasselbe? Nö. Was muss ich tun, um bei Gomez Gardisten aufgenommen zu werden? Du? Du machst mir Spaß. Kommst hier rein und willst direkt ganz nach oben, was? Gomez macht nur die Besten seiner Leute zu Gardisten. Du wirst wie alle anderen anfangen müssen und deine Loyalität als Schatten unter Beweis stellen. Mhm. Wer hat hier das Sagen? Torus kontrolliert alles, was im Lager läuft. Diego ist seine rechte Hand. Wenn du hier aufgenommen werden willst, sind das die Leute, mit denen du reden musst. Ja, das ist ja perfekt. Arbeiten alle Leute hier für Gomez? Nein, die meisten hier sind einfache Buddler. Nur wir Gardisten und die Schatten sind Gomez-Leute. Aha. Und was machen die so? Wofür sind die Buddler da? Gute Frage. Die Dreckfresser sollten wir eigentlich gar nicht aus der Mine rauslassen. Wenn sie eine Zeit lang in der Mine waren, kommen sie her, um ihren Anteil auszugeben. Wenn alles verbrast ist, geht's wieder ab in die Mine. Die meisten hier leben so. Du siehst aus, als wenn du mehr drauf hättest, als nur eine Hacke zu schwingen. Du solltest mit Torus reden, wenn du es nicht schon getan hast. Ich komme doch gerade erst hier rein. Aber egal. Was ist die Aufgabe der Schatten? Die Schatten sorgen dafür, dass Gomez Befehle ausgeführt werden.
Die meisten von ihnen sind Speichellecker, die sich hocharbeiten wollen. Aber wenn du hier was werden willst, ist das der einzige Weg. Wenn du lange genug deine Aufgaben erledigt hast, ohne zu versagen, kannst du einer von uns werden. Wenn du erst zu Gomez' Leuten gehörst, kann dir niemand in der ganzen Kolonie mehr was anhaben, Kleiner. Das klingt ja gut. Was tun die Gardisten? Wir bewachen das Lager und beschützen die Buddler. Mit Sold, den Gomez uns zahlt, und dem Schutzgeld, das wir von den Buddlern bekommen, kann man seine Zeit ganz gut rumkriegen. Ja. Und was gibt's denn sonst noch hier? Wie steht's? Für dich? Solange du keinem Lager angehörst, nimmt dich hier keiner ernst, Kleiner. Ja, wahrscheinlich auch, wie wenn ich mich bei den Sektenleuten anschließe. Und was ist mit dir? In seiner Haut. Hi. Hi. Was willst du? Was kannst du mir über das Lager sagen? Am interessantesten hier ist wohl der Marktplatz. Wenn du mal was Bestimmtes suchst, da kriegst du fast alles. Es ist der Platz unter dem großen Dach im Süden des äußeren Rings. Wahrscheinlich hast du recht. Also wenn er mir noch näher kommt, ne, dann gibt's hier gleich Liebe. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Was kannst du mir über das Lager sagen? Am interessantesten. Oh, das hatten wir gerade schon. Wen von den Leuten hier sollte ich kennen? Wenn du mal Probleme mit den Gardisten hast, geh zu Gravo. Du findest ihn am Waschplatz beim Burgtor. Er kümmert sich um Leute, die Ärger haben. Besonders bei Neuen passiert das hier schneller, als du denkst. Ach, keine Sorge. Ich will ein Schatten werden. So, hast du schon mit Diego geredet? Wenn du meinst. Nein. Bis jetzt noch nicht. Dann mach das. Du findest ihn am Eingang der Burg. Man darf auch nicht alles glauben. Oh, danke. Ach ja, ist ja nicht mit Escape. Verlass dich auf jemanden. Wen haben wir denn da? Noch mehr Gardisten. Oh. Steck die Waffe weg! Glück gehabt! Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Ja, wie läuft's? Wo bin ich? Okay, die haben dann doch im Endeffekt dieselbe Dialog. Hey, du! Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür, aber so eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Erz. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns und wir helfen dir. Wenn du mal Ärger hast, sind wir da. Nieder mit dem Schutzgeld. Soll das eine Drohung sein? Ich soll Schutzgeld zahlen? Ich kann ja auch nicht selbst auffassen. Warum nicht? Nein, ich soll Schutzgeld zahlen? Ich soll Schutzgeld zahlen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie du meinst, Kleiner. Wirst schon sehen, was du davon hast, ein Freundschaftsangebot abzulehnen. Sag mal, ist das der, der den Paten gesprochen hat? Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Pass gut auf dich auf, Bloodwin. Na, Buddler. Wie steht's? Du wirst es auch noch lernen. Immer wachsam bleiben, selbst nachts. Ich habe schon seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen. Und wer hier in der Kolonie nicht schläft, sitzt die doppelte Zeit ab. Mhm. Was gibt es hier für wichtige Orte? Nun, wenn du wetten willst, geh abends in die Arena. Wenn du Sachen kaufen willst, gehst du am besten zum Marktplatz. Da kriegst du fast alles, außer Karten. Wenn du Karten kaufen willst, geh zu Graham. Seine Hütte ist schräg gegenüber dem Burgtor. Okay. Wer ist hier der Boss? Gomez, er lebt in der Burg. Aber wir Buddler haben immer nur mit seinen Gardisten zu tun. Am besten ist es, wenn sie dich gar nicht bemerken. Sobald du hier auffällst, hast du ein Problem. Ja. Wie kann ich mich diesem Lager anschließen? Ich bin nur ein Buddler. Wir haben hier gar nichts zu sagen. Du solltest mit den Gardisten oder mit den Schatten reden. Ja, ne?
Tschüss. Wer ist das? Bald daran. Hallo? Ha. Nein, nicht. Hey, du! Ja? Du weißt ja doch, was gut für dich ist. Ja, schön. Graham! Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Was ist das denn für eine komische Synchronstimme? Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer sind die Karten. Da fällt mir ein. Ich könnte Sachen verkaufen. Wie mache ich das denn? Ah, so. Eine Spitzhacke nehme ich mal lieber mit, ein Schrostgeschwert nicht. Die Artefakte, Nahrung, das Bier behalte ich mal lieber, den Reisschnaps auch. Diese ganzen Zutaten allgemein sollte ich behalten. Dieses Siegel darf nicht geöffnet werden. Eine Fackel. Weiß natürlich nicht, wie schlimm das ist. Ein Becher, den kann ich nicht gebrauchen, bestimmt, ne? Noch eine Fackel, was? Die trichen Flügel. Brauche ich bestimmt nicht. Okay, was haben wir? Hat der einen Hammer? Eine Karte der Kolonie? Leider fehlt darauf ein großes Gebiet im Südwesten. Eine Skizze. So, und wie schließe ich den Handel jetzt ab? Drücke ich linke Maustaste? Enter? Hat das jetzt geklappt? Ja, es sieht so aus, ne? Ein Kessel. Hey, du machst doch nichts. Na, egal. Hat der gerade im Bad genommen? So. Hey, du. Ja. Kluges Kerlchen. Ich darf echt nicht in diese Häuser reingehen. Das ist nicht gut. Oh. Was haben wir denn hier? Sly. Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Die Division, ich komme gut rum. Ich bin vom See über die Brücke hierhin. Was kann denn so, was macht das denn so? Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann da schon einiges helfen. Ja, dann. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Fletcher, ist das nicht hier die Mortis ihr Hobby gemacht hat? Nein, hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen. Dein Ernst? Also, Kurzzeitgedächtnis hier. 50 neue Dates. 1 Meter gelaufen. Oh, ich habe noch nie gesehen. Die Folge endet besser, als sie angefangen hat, muss man ja so sagen. Ich würde sagen, wir machen einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.